Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Genau, und das ist immer noch unsere Aufgabe, unseren guten Freund Rittersporn zu finden. Nachdem wir ja mit 5 Damen, die in letzter Zeit in seiner Begleitung gesehen wurden, gesprochen haben, hier sehen wir gerade ein Bildnis von Rittersporn, haben wir herausgefunden, beziehungsweise wir beide hier, der gute Zeutern hat auch einen Teil der Aufgabe übernommen, dass er sich in letzter Zeit mit einer Dame namens Colette oder Coletta getroffen hat und die in der Taverne oder Schenke zum Eisvogel sich befindet. Und dahin machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich weiß allerdings noch nicht, wo sich diese Kneipe hier befindet. Oh, da haben wir uns auch noch eine Anschlagstafel. Da können wir auch noch mal vorbeigucken. Aus welchem Dorf kommst du? Unter anderem befindet sich in dieser Schenke zum Eisvogel auch ein Auftraggeber für eine Hexer-Quest oder für einen Hexer-Auftrag. Und zwar ein Graf, den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, der schon unter König Foltest von Temerien gearbeitet hat. Oder gedient hat, wie man so schön sagt. Ey, was ist mit dir los? Kann ich dir helfen? Du bist ja betrunken. Lass mich am Leben. Oh, was haben wir denn hier? Ist eine Falltür. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht gibt es da auch noch eine kleine Quest. So, jetzt sind wir hier. Wir sollen hier auf Zoltan warten. Und zwar nach Sonnenuntergang. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit eben und versuchen hier unseren Auftragsgegner für die Hexer-Quest zu finden. Türe werden zugeschlagen, die ist das. Genau. Quest verfolgen. Der befindet sich etwas oberhalb. Guck's dir an. Schauen wir uns mal um hier. In der nächsten Etage. Überall hängen hier Betrunkene rum. Also hier ist schon viel Betrieb. Ja, die Coletta soll hier einen Auftritt haben. Das scheint unser Auftraggeber zu sein. Genau. Ja. Graf Kurt Dusart? Bist du wegen des Auftrags hier? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus, aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Wolfsschule natürlich. Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Reden wir erst über meine Belohnung. Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Geh mal ein bisschen höher. Ich würde mal sagen, so auf 320. Adlige sollen ja ein bisschen mehr Geld haben. Wie dreist. Dafür könnte ich 3 Hexer anheuern. Scherz beiseite.
Wie viel willst du? Also 310 müssen drinne sein. Das soll wohl ein Witz sein. Ah. Ich gebe dir, was ich für angemessen halte und keinen Kopper mehr. Jeder andere Hexer würde es gratis tun. Das glaube ich zwar nicht. Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Na gut. So, die Sonne ist immer noch nicht untergegangen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Wann hast du dir zuletzt? Und schnacken noch mal ein bisschen mit dem Tavernenwirt. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Oder kann man hier irgendwo durchgehen? Leider nicht. Wollte schon mal die Bühne. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen. Die Bretter, die Welt bedeuten, betreten. So, da hinten ist der Wirt. Zoltan ist immer noch nicht da. Er ist ein Niemand, ein Idiot, der aus einem Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Aha. Was gibt's denn heute? So, mal gucken, was er... Er hat auch neue Gewinnkarten hier. Ich nehme die mal alle mit, komm. Ich habe zwar immer noch keine Lust, dieses Kartenspiel zu spielen, aber wer weiß, vielleicht machen wir das zum Ende des ganzen Theaters hier nochmal. So, um eben kurz die Quest wechseln. Meditieren kann ich hier ja nicht, ne? Kurz versuchen. Nee, kann ich jetzt hier nicht. Dann würde ich sorgen. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Wir haben ja noch eine Hexerquest hier. Genau. Versuchen wir uns da nochmal eben den Auftrag abzuholen und checken nochmal eben draußen vor der Kneipe hier das Anschlagbrett. Vielleicht finden wir da ja auch noch einen neuen Auftrag. Ja, stell dich nicht so an. So, der ist hier oben. Kommen wir da vorbei? Ey, der kann da hochklettern. Ich werd verrückt. Das glaube ich ja wohl nicht. So, Anschlagbrett ist hier. Nein, lohnt es sich doch. Gehen wir aus dem Weg. Alles dralle Weibsbilder aus Gegenden, die gesucht Triss Merigold, das kennen wir schon. Vorsicht, Schwindler. Gute Novigrader, lasst euch sagen und sagt es allen weiter, dass Klaus Vetterling ein Lügner, Betrüger und Schwindler ist. Seine Haarwuchswunderformel ist nichts als mit Fliederauszügen gefärbtes Brunnenwasser aus den Scherben. Und ihr Konsum hat keine anderen Folgen als schwere Durchfälle, die einen Tag und eine Nacht auf der Latrine stürzen lassen. Eine Tatsache, die persönlich festzustellen ich das zweifelhafte Vergnügen hatte. Wenn dieser unverschämte Gauner bei euch aufkreuzt, dann kauft ihm nichts ab, sondern empfiehlt ihm sein eigenes Mittel zu trinken. Volker Ollinger. Auftrag Kobold. Im Auftrag der Kaufmannsgilde gebe ich hiermit das Folgende bekannt. Eine ungewöhnliche dreiste Bestie, wir gehen von einem Kobold aus, besteht neuerdings den Markt beim Stadttor. Sie hat zwar noch keine Menschen angefallen, doch bereits für reichlich unwiederbringliche finanzielle Verluste gesorgt. Wer sie fängt und tötet, soll eine stattliche Belohnung erhalten, gemäß dem Dekret Nummer 1271C710 unserer ehrenwerten Ratsherren sogar steuerfrei. Zögert also nicht, uns zu helfen, gute Leute.
Der Einzelhandel ist das Rückgrat einer gesunden Wirtschaft und somit ist das finanzielle Wohlergehen der Kaufleute dieser Stadt in unser allerbestem Interesse. Silvester Amello, Kaufmann. Achtung, Spukhaus und betrügerischer Händler. An alle aufrechten Einwohner Novigrads, hört auf die Warnung eines loyalen Mitbürgers und macht keine Geschäfte mit dem Beuteschneider de Jonker. Ist das nicht dieser Bankier gewesen? Seine Familie mag wohl als angesehen und ehrenhaft gelten, doch er selbst ist ein Schwein und Betrüger. Er hat mir zu einem guten Preis ein Haus verkauft, obgleich er genau wusste, dass es darin spukt. Aha, man kann dort nicht wohnen, denn ein böser Geist quält jeden, der auch nur den Fuß hineinsetzt. Einstweilen begnügt er sich mit Lärm und Streichen, doch er weiß, zu welchen Übeltaten er noch imstande ist. Wer seine fünf Sinne beisammen hat, der hält sich von diesem Haus fern und macht mit de Jonker keinerlei Geschäfte. Das ist doch der Bankier, der das Haus gekauft hat, der das Haus seiner Familie zurückgekauft hat, in dem die Träumerin die Geschichte erträumen sollte und wo wir auf diesen kleinen Göttling gestoßen sind. Aha! Okay. Porträtkünstler gesucht. Ich suche einen Porträtmaler, der ein Bildnis meiner geliebten Tochter anfährt. Das kennen wir auch schon. Auftrag: Monster in den Scherben. Per Erlass Nummer 1408 DZ185 des Stadtrats erhält derjenige eine Belohnung, der das Monster tötet, welches die Einwohner der Scherben nach Einbruch der Dunkelheit terrorisiert und tötet. Der einzig akzeptable Beweis für den Vollzug dieser Tat ist eine Trophäe vom Monsterkadaver. Ja. Das bedeutet, dass die Zeugenschaft von Müttern, Vätern, Tanten nicht ausreicht. Auch nicht der Eid irgendeiner anderen Person, ungeachtet des behaupteten Verhältnisses zwischen euch zum Hierarchen oder irgendwem sonst. Außerdem ungeachtet der behaupteten Vertrauenswürdigkeit, die jedermann in eurer Lieblingstaverne bezeugen kann. Weitere Informationen und auch die Belohnung gibt es beim Distriktinspekteur der Scherben. Lund. Bevollmächtigter des Stadtrats, Distriktinspektor der Scherben. Alles klar. Wir laufen jetzt aber trotzdem erstmal zur Wache. Die ist ja nicht weit weg. Die sollte gleich hier irgendwo an einer Brücke stehen. Wenn wir die Zeit nämlich ein bisschen nutzen, bis die Sonne ganz untergegangen ist, dann gehen wir zurück zu dieser Taverne. Ey, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Hm? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen. Und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Okay, hier haben wir es versäumt, über den Betrag der Bezahlung zu feilschen. Jetzt kann ich aber noch mal eben gucken, was es mit der anderen Hexerquest hier auf sich hat. Ein flüchtiger Dieb, das können wir auch noch machen. Der ist ein bisschen weiter weg. Sprinten wir da auch noch mal eben rüber. Und dann geht's zurück in den Eisvogel. Um uns mit Zeutern zu treffen. Liegt ja quasi auf dem Weg. Oh, hier müssen wir rein. Sheba! Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen. Da ist er ja, Silvester Amello.
Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Gut, wollen wir ihn auch mal versuchen hier. Machen wir mal 30 mehr, ob das klappt. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Jetzt haben wir auf 265. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Gut. Dann müssen wir ihm mit den Hexersinn folgen, aber wir gehen jetzt erstmal zurück in den Eisvogel. Fest! Sieh Leine! Weil das ist jetzt erstmal unsere. Das heißt, ich werde jetzt erstmal eben kurz eine Stunde meditieren. So, das heißt, alle unsere Tränke sind auch wieder aufgefüllt. Dann wollen wir die Quest der Mätressenliste wieder aktivieren. Wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Jemand beschäftigt ist. War das denn? Ach, ein bisschen weiter noch. Ich bin hungrig. Die Betrunkene liegt hier immer noch. So, Zordon, ich hoffe für dich, du bist da. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Das muss Coletta sein. Erstmal die laute Stimme. Schwarze Locken, deine Falten.
stures Herz abermals aufzuspüren. Durch Zorn und Trauer in Eis verwandelt, lass mich deine kalten Lippen küssen, schmelzen. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Na. Ein Hexer, der weich wird. Den kenne ich. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib. Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Woher kennen wir die Frau denn? Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Calonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das? Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt, sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Hallo. Kommt mit. Was geht hier vor? Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt. Als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne.
dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Wolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Siggi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich glaube, wir werden jetzt selber in diesen Bandenkrieg mit reingezogen. Verdammt. Hoffentlich übersteht Rittersporn das alles lebend. Und unverletzt. Weißt du, was sie Baden antun? Sie brechen ihnen die Finger oder reißen ihnen die Zunge raus. Oder beides. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Siggi Räufen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räufen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich und sag mir, sobald du was erfahren hast. Ja. Tja, ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Großmarine. Ich muss Puschel füttern und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Danke dir. Ja, wir werden das auch weiter verfolgen, aber nicht diese Folge. Oh, wir haben eine neue Stufe bekommen. Wir sind jetzt 15. Dann werden wir gleich nochmal eben kurz schnell die Punkte verteilen, bevor wir dann hier diese Folge beenden und dann in einer nächsten Folge weitermachen werden. Halt, da, nee, so war das. Okay. Und ich möchte hier auch nochmal einen Punkt rein. Geht das eigentlich? Nein, das geht nicht. Doch. Ich hoffe, dass ich damit weitere Fähigkeiten in Dialogmodus bekommen werde. Gut. Ja. Oh. Wir sind schon auf dem besten Weg zur Stufe 16, sehe ich gerade. Ja, das wird ja immer interessanter hier. Jetzt macht es auch ein bisschen Sinn, was... die erste Dame, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, übers Badehaus erzählt hat. Und wir werden aber in der nächsten Folge erstmal die ausstehenden Hexerquests in diesem Stadtgebiet machen, in Novigrad. Und anschließend dann gehen wir zum Badehaus und sprechen mit Siggi Räufen. Bis dahin, alles Gute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir bitte in die Comments. Wenn ihr Lust habt, abonniert mich auch, ist alles kostenlos und bis dahin alles Gute.